Liebe Genossinnen und Genossen, hier ist euer Steinwallen. Zurück im schönen Wallonien. Nach einmal drüber schlafen finde ich die gefundene Lösung hier, die Notlösung mit dem Kohleimport, nach wie vor okay. Ich werde das so lassen, aber eine Sache werde ich ändern. Dass hier zwei Schiffe fahren, ist, glaube ich, unnötig. Das werden wir jetzt nochmal zurückstellen und hier das eine Schiff wieder hier zurückschicken ins Depot. Und dann pendelt eben nur dieses, im Moment mit 100 Tonnen. Ja, aber schaut mal, es füllt sich hier schon wieder nach und nach. 25 Tonnen, da kommen wieder 25 Tonnen. Naja, das wird schon. Wir beobachten das. Dabei bleibt es erstmal. Aber damit die gesamte Lösung funktioniert, gibt es ja hier noch ein kleines Problem. Am Ende der letzten Folge hatte ich das angesprochen. Nämlich, wenn wir das Zugverteilzentrum nehmen wollen, dann können wir nicht mit dieser Turmvariante haben. Mit dieser Fördermaschine. So, und ich denke, wir werden hier das gleiche machen wie auf der anderen Seite der Linie. Nämlich auch hier werden wir ein kleines Zwischenlager einrichten. Das ist, glaube ich, jetzt die beste Lösung. Ich habe eine Sache schon mal ausprobiert. Wir kommen nicht direkt von dort nach dort mit dem Förderband. Selbst wenn man hier alle Straßen abreißt, funktioniert das nicht. So, deswegen lassen wir erstmal hier den Zug einfahren und die Kohle ausladen. Und dann werden wir das mal abreißen. Und mal gucken, ob wir das hier reingequetscht kriegen. Noch so ein kleines Lager. Idealerweise müssen wir das hier nicht neu bauen. Das wird knapp. Schauen wir mal. Hier wird entladen. Das Lager. Kommt schon der nächste Zug. Ja, gut. Pass auf, dann machen wir es auch mit Zügen. Das geht auch so. Also, pass auf. Wir reißen das ab. Und wir werden die Förderbänder hier abreißen. Und wir werden diese Straße hier abreißen. Und dann müssen wir erstmal ein bisschen warten. Jetzt können die Züge erstmal nicht weiter entladen. Sollte aber kein Problem sein. Und dann ist die spannende Frage, passt das da irgendwie hin? Passt das da hin, so ein kleines Schüttgutlager? Da ist leider jetzt noch ein Stück Straße übrig geblieben. Da muss ich nochmal ran. So. Kleines Schüttgutlager, da haben wir es. Ja, 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 kommt mit ein bisschen Glück. Ja, schaut mal, so passt es direkt dahin. Es sieht natürlich jetzt nicht so schnucklig aus, aber es funktioniert. Und ich finde, damit müssen wir jetzt einfach zufrieden sein. Das bauen wir dahin und jetzt müssen wir hier nur noch eine Straße wieder hochführen. Wir hatten dort Kiesstraße, ganz offensichtlich. Die können wir auch da einfach wieder anschließen. Wir lassen das als Ersatzrubelbau mal so laufen. Und es funktioniert. Also hier wird Kohle reingebracht, nur das lagern und wird sofort wieder rausgezogen ins große Schüttgutlager. Und das bedeutet, dass es eigentlich jetzt möglich sein sollte, über das Verteilzentrum das zu organisieren. Und es funktioniert. Er fährt schon. Wartet. Gucken wir mal kurz. Waldaubrücke. Schüttgut beladen. Bitte Kohle holen. Und entladen. Ja, wenn das unter 60% ist. Kohle. Es funktioniert. Ja, großartig. Da fährt er. Da fährt er und holt von hier jetzt Kohle. Ne, also von hier natürlich, ne? Hier liegt das jetzt drin, 148. Man könnte sich jetzt überlegen, ist 0% sinnvoll oder macht man zumindest 10% oder mehr sogar, damit sich die Tour auch wirklich lohnt? Er misst ja diesen Füllstand, ne? Wie viel passt jetzt rein? Ah, ich würde jetzt ihn gerne mal abfangen. Wo ist er jetzt lang gefahren? Ist er das? Ja. Wie viel passt da maximal rein im Moment? 350 Tonnen. So, das heißt, ich würde sagen, wir machen Füllstand, sagen wir mal 40%, damit sich die Tour dann auch richtig lohnt. So, da kommt er an mit weiteren 99. Ja, okay. Da bin ich jetzt doch irgendwie ganz zufrieden. Also, beladen, wenn es über 40% ist. Das sollte so funktionieren.
kann das nochmal kurz beobachten. Die erste Einfahrt, da kommt er da hinten. Hier kommt noch er mit seinen 99 Tonnen. Ich meine, die fahren schon recht langsam, ne? Kann man jetzt wirklich mal gespannt beobachten, wie viel schaffen die beiden LKWs in der Zeit? So, kommt. Ist vom Timing jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Ne, doch, er kriegt alles ausgeladen, sehr schön. Hier wird alles rüber geschafft. Ja. Prima, das ist schon ganz ordentlich, was er jetzt hier mitnimmt. Okay, und das bringt er da zur Ladestelle beim Stahlwerk. 250 Tonnen. Ja, wunderbar. Sehr gut. Gut, das Schiff fährt jetzt wieder zurück. Und jetzt schauen wir mal, wie viel ist jetzt da jetzt schon wieder reingekommen. 50 Tonnen. Da kommen weitere 25 und da kommen auch weitere 25. Und hier ist halt dieser kleine Stau, der sich dadurch bildet. Das ist so ein bisschen das der Nachteil. Okay, ich denke mal, ehe der da ist, werden hier weitere 50 vielleicht sein. Das heißt, das sind dann 150 bis 200 Tonnen, die dann mit einer Tour rübergebracht werden. Ja, das ist nicht, natürlich nicht zu vergleichen mit einer echten Tour über die Grenze und mit einer vollen Beladung so eines Frachtschiffes. Aber okay, es ist eine Kompromisslösung. Gut, dann können wir das jetzt sich selbst überlassen. Ein Hinweis habe ich noch bekommen bezüglich dieses Problems mit dem Busbahnhof. Und zwar, wir können ja Zielorte definieren, Arbeitsplätze definieren. Wir machen einfach mal dieses Haus und sagen, ihr sollt bitte hier zum Busbahnhof gehen. Und im Übrigen sollten wir auch mal sagen, ah ja, das habe ich schon gemacht, dass hier nur Arbeiter warten sollen. So, was passiert jetzt? Wir warten das auch mal ein bisschen ab. Wir haben gesagt, Busbahnhof. Werden jetzt hier die ersten erscheinen? Es dauert immer so ein bisschen, weil die hatten im Vorfeld natürlich jetzt andere Pläne. Aber wir gucken mal, ob die ersten hier vielleicht eintrudeln. Das würde mich interessieren. Ja, da gehen zwei hin. Tatsächlich. Ja, tatsächlich. Zwei Arbeiter. Drei, vier. Das scheint zu funktionieren. Ist wahrscheinlich jetzt sogar schon ein bisschen zu viel, was wir da jetzt insgesamt haben werden. Aber das ist jetzt nur eine Übergangsphase. Okay, damit wird das Heizwerk mit Arbeitern beliefert. Kann man das so sagen? Eher nicht, ne? Na gut. Was sehe ich hier übrigens? Die Tonnen sind noch gar nicht richtig definiert. Das ist aber nicht so schlimm. Naja, genau. Das haben wir hier noch nicht gemacht. Weil der ganze Müll ist ja hier noch nicht perfekt eingerichtet. Das folgt später. Wir kehren jetzt erstmal zurück zu unserer Hauptstadt, nach Potsdam. Und als nächsten Schritt möchte ich hier Folgendes machen. Ich möchte jetzt die Trolleybus-Haltestellen einrichten. Da, wo die Trolleybus-Linienstraßen schon gebaut sind, da werden wir mit Ersatzbau, mit Rubelbau arbeiten. Da, wo noch nicht, werden wir das Ganze nochmal planen. Nur zur Erinnerung, die Route ging ja hier oben rum und dann einmal um den See. Ja, und wir werden jetzt so Schlüsselstellen uns heraussuchen, wo wir das platzieren. Und eine davon ist, denke ich, hier, damit von hier aus der Bahnhof auch erreicht werden kann. Machen wir das mal so. Und ja, da muss ich jetzt mal die entsprechende Haltestelle finden. Das ist die, ne? Ja, und das ist die Frage, ne? Kriegen wir das hier vernünftig reingepasst? Das wird jetzt eine ziemlich fummelige Angelegenheit, dieses Thema. Kann ich mir das hier oben noch irgendwo reinlegen? Machen wir das mal hier. So, und ja, jetzt brauchen wir Geduld. Okay, also wir reißen mal das Stück ab und gucken mal. Ich halte auch mal an. Gucken mal, ob das so funktioniert da noch. Nee. Okay, alles klar. Oh, ich sehe gerade, das wird ein bisschen problematischer. Das Problem ist, das Haus scheint hier
also das hier, zu nah dran zu sein. Okay, es erweist sich als Fehler. Ich hatte, also was war eigentlich mein Hintergedanke, warum ich das noch nicht geplant hatte vorher? Der Grund war, dass ich noch nicht genau wusste, wo wichtige Gebäude und Wohngebiete und sowas hinkommen. Das ist ja alles nach und nach entstanden. Mhm. Tja, man könnte natürlich jetzt aus dieser Symmetrie rausgehen. Oder man sagt, man platziert es hier rein. Ja, also so, ja, bricht man aus der Symmetrie aus. Wir versuchen es mal. Wir gucken mal, wie es aussieht. Das sind jetzt Kompromisse, die jetzt geschlossen werden müssen. Was ist das hier eigentlich? Ah, das ist die U-Bahn-Station. Okay. Mal gucken, ob es so irgendwie passt. Das ist natürlich... Es ist schon ein bisschen unglücklich. Ja. Das wird da unten mit der Zufahrt schwierig, aber vielleicht geht es gerade so. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Eieiei. Okay, also versuchen wir es. Kommen wir da ran. Da kommen wir ran. Es sieht komisch aus, aber wir kommen da ran. Gibt es da irgendwie eine Richtung? So rum oder so rum? Ja, so rum muss es sein. Gut, das funktioniert also. Und das würde auch funktionieren. Und jetzt ist die Frage, kommen wir hier noch daran? Nein. Das ist jetzt ein größeres Problem. Ja, das ist die unterirdische Station, die da rausguckt. Hm. Ah, doch. Oh mein Gott. Glück gehabt. Warte mal, dann nehmen wir hier noch was mit Straßenlaterne. Und dann funktioniert es doch. Das war, glaube ich, aber noch gar nicht. War die Straße schon gebaut? Doch, ich glaube, die Straße war auch schon gebaut. So, okay, alles klar. Dann lassen wir mal bauen. Mal gucken, wie es aussieht. Joa. Hängt vielleicht aber auch gar nicht so sehr mit dem Gebäude, sondern mit dem Abhang hier zusammen. Ja, naja, es ist am Ende, das Leben ist nie perfekt. Es ist, wie es ist. Und was wir aber hier schön rüberbringen können, ist das hier. Und das wollen wir nämlich drüber bauen. Da können wir dann hier noch hübsch rausgehen und hier irgendwie so rangehen. Kann man das auch geschwungen machen? Klar kann man das geschwungen machen. So. Okay, Nummer 1. Ihr seht, das ist jetzt wirklich keine einfache Sache. Fangen wir mal oder machen wir hier weiter. Ich würde sagen, wir brauchen 1, 2, 3 weitere Stationen. Die nächste hier vielleicht. Das ist kein schlechter Ort. Da, ja, ich würde sagen, hier oder da. So, mal gucken, ob das hier hinhaut. Da geht es natürlich auch steil hoch. Wenn wir, ja, wenn wir das hier nehmen, haben wir das Stück nehmen, haben wir vielleicht ein bisschen flexibler. Nehme ich das mal raus. Und gucken, hier sieht es ein bisschen glücklicher aus. Die Straße allerdings, warte mal, die sollte ich vielleicht manuell immer dazufügen, weil ihr seht, schaut mal, das mit den Straßenlaternen wird sehr merkwürdig, wenn man das automatisch machen lässt. Deswegen werde ich das manuell machen. Das ist allerdings auch Hubelbau. So, das scheint mir jetzt ungefähr gerade zu sein. Und dann, wie war das? So, genau. Und so, dann passt es. Das lassen wir bauen. Gehen zurück zum normalen Ressourcenbau und machen noch die Fußgänger, den Fußgängerabzweig hier. Ja.
Ja, ist ein bisschen schade. Ich finde diesen Übergang, der ist nicht so sehr gelungen. Man hätte halt diesen Fußweg noch weiterziehen können. Aber klar, es ist natürlich auch gedacht für die Straßen ohne Fußweg. Naja, man, ja, gut. Wäre schön, wenn sich das der Straße entsprechend anpassen würde. Aber es ist, wie es ist. So, da haben wir es platziert. Wo jetzt als nächstes? Ja, idealerweise eigentlich jetzt hier am Ende dieser Prachtallee. Hier könnte man vielleicht auch diese Fußwege erstmal wieder wegnehmen, um das sauber einzufassen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Jetzt brauchen wir auch nicht pausieren. Wir planen das mal kurz hier weg. Dann nehmen wir das auch weg. Und nehmen uns die Haltestelle. Ja, die ist doch flexibler, als ich dachte, muss ich mal sagen. Das passt. So, jetzt sehe ich allerdings nicht, wie das da mit den Laternenmasten ist. Ich plane es mal sicherheitshalber selbst. Aber erstmal so sieht es ganz gut aus, würde ich sagen. Mhm. Das kann laufen. Und dann kommen jetzt nochmal wieder die Fußwege. Hier eine runter, da ran. Das ist doch schön. Da gehen wir so ran, da gehen wir so raus. Das gefällt mir. Ob die das auch als Übergang nutzen oder wirklich nur, wenn man da hingeht? Ja, ich denke, wir haben genug Überwege. Das ist schon in Ordnung. Warum haben wir hier nichts? Das könnte man auch noch machen. Und dann könnte man von hier noch durchgehen. Ne? Wenn man schon sowas macht, dann könnte man auch noch hier weitergehen. Okay, er wird gebaut. Zack. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann würde ich sagen, noch einen hier irgendwo. Aber ich sehe gerade, das wird ein bisschen kniffliger. Weil hier viele Straßen sind. Die Frage ist, ob man hier einen direkt dazwischen bringen kann und das verschieben kann. Das wäre eine Möglichkeit. Diese Straße kann im Notfall auch dahin. Ja, das wäre, das ist der Weg. Nehmen wir das erstmal weg und das. Und die andere Straße bauen wir auch nochmal um. So, und dann machen wir hier die Lücke rein und planen das Ganze hier zwischen. Rechts will er mir keine Straße anzeigen. Gibt es da irgendwie Probleme? Kann ich mir kaum vorstellen, aber ja, wir werden sehen. So passt das hier erstmal einigermaßen hin. Platzieren wir das mal. Dann kommen erst die Trolleybusstraßen da und da. Das geht, sehr schön. Und halt, dann haben wir hier unten noch eine Straße, die wir hier irgendwie heranführen. Und hier spricht er wieder von Bahnübergang. Ja. Warum ging es eben und jetzt geht's nicht? So, zack. Ah, es sieht irgendwie falsch aus. Aber es wird schon richtig werden. So, Fußgänger. Führen wir einen hier hoch. Hm. Ja, mir würde es ganz sinnvoll erscheinen, aber hier kommen wir nicht mehr ran, ne? Da kommen wir nicht ran. Pass auf, dann machen wir das anders. Nehmen wir das mal weg. Ah, da komme ich nicht vorbei. Ernsthaft? Gebäude im Weg? Hui. Okay. Tatsächlich, wir kommen... Doch, hier kommen wir raus. Ach, schaut mal, hier kann man noch lang gehen. Gerade so. So, da kommen wir auch hin. Und komme ich da jetzt ran? Ja, das passt. Ist doch gut. Dann können wir hier weitergehen. Das ist okay, wenn das da einmündet. Und hier machen wir das so.
Und wir brauchen aber, glaube ich, hier noch einen Weg rüber. Dann platzieren wir den dort. Du kannst dann direkt dorthin gehen. Und jetzt ist nur noch die Frage, wie wir das hier jetzt verknüpfen. Man könnte jetzt hier einen Weg durchziehen. Und dann da rangehen. Scheint mir eine gute Lösung zu sein. Ja, machen wir das so. Okay, alles klar. Reicht das jetzt? Oder müssen wir hinten auch noch eine Station machen? Ach kommt, schaden kannst du nicht. Wir platzieren, das ist ja jetzt einfach gemacht. Platzieren wir hier hinten auch noch eine rein. Schnippeln wir das raus. Und setzen das rein. Von der Seite ist es besser anzuschauen. Okay, kann gebaut werden. So, nächste Station ist hier. Hier will ich auch noch so ein Villenviertel hinbauen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte. So eine Art Waldfrieden 2 für die Hauptstadt. Dementsprechend platzieren wir dann hier auch eine Haltestelle hin. Habe ich das zu kurz gemacht? Sieht so aus. Nehmen wir ein bisschen Mehrwerk. Und platzieren das nochmal neu. Aber warum? Welche Infrastruktur ist denn da jetzt das Problem? So geht's. Gut. So, ich platziere das jetzt immer manuell, die Straßen, weil ich die Angst habe, dass irgendwie die Massen falsch stehen. Und außerdem, je kürzer ich das abschneide, umso unnatürlicher sieht das hinten raus aus, habe ich das Gefühl. Machen wir es ein bisschen länger, das führt zu einer natürlicheren Führung der Straße dorthin. Gut, da sind wir angekommen. Jetzt machen wir hier weiter und ich würde sagen, idealerweise käme hier eine Station hin. Mal gucken, ob das vom Gelände her möglich ist. Ziemlich bergig an der Stelle. Wir nehmen wieder großzügig was weg. Das sieht doch aber ganz gut aus. Scheint zu funktionieren. Okay. Und Randa und Randa. So. Jetzt hier vielleicht noch mit Fußwegen arbeiten. Platzieren wir hier mal so eine Querverbindung noch. Bis hier ran und binden das hier und dort an. Das ist ja die Werkstatt, ne? Warum habe ich hier eigentlich noch keine Fußwege gemacht? Die sind ja auch nicht ganz unwichtig, denke ich. Ja. Den können wir direkt da hochführen. Hier passt ja nichts ran. Ist die Frage, kommen wir auf der... Oh ja, das geht. Dann sollte man eigentlich nach oben weg noch eine führen. Ist jetzt sehr, sehr geschwungen, aber okay. Die führen wir damit ran. So. Und hier gehen wir einfach auch noch runter. So, prima. Dann hätten wir den Bereich auch. Wo machen wir weiter? Also dort war die Haltestelle. Jetzt müssen wir in den zentralen Bereich vordringen. Also von dieser Seite aus. Gesehen. Ja, ob das passt hier, dieses kleine Stück. Aber hier wäre schon schön, ne? Hier ist viel los. Versuchen wir unser Glück. Halten wir mal an das Ganze und reißen von da bis da ab. Das funktioniert.
Und wieder auf der einen Seite macht er das mit den Laternen, mit den Lampen oder mit den Strommasten. Merkwürdig. Okay, hier brauchen wir aber wieder Rubelbau. Warte mal, hier rum jetzt? So rum jetzt, ne? Habe ich das eben möglicherweise da falsch gemacht? Naja, im Notfall korrigieren wir es hinterher nochmal. So, wo war ich jetzt? Hier war ich. Okay, dann baut das mal. Sehr gut. So, hier haben wir sowieso noch nicht viel mit Fußgängerwegen gearbeitet. Können wir vielleicht auch mal direkt anfangen. Ziehen wir hier einen rüber. Und gehen dann so ran. Passt. Und da oben, schaut mal, das geht doch auch ganz gut. Machen wir das noch so. Okay, das kann dann auch gebaut werden. So, dann sind wir jetzt hier am Ende angekommen. Ich würde gerne hier an der Ecke noch was machen. Das heißt, vermutlich muss dieser Fußweg weichen. Der kann so nicht mehr bleiben. Das müssen wir dann anders organisieren. Und natürlich kriegen wir jetzt in diese schöne Kurve, muss natürlich jetzt diese gerade Haltestelle rein. Aber so ist es nun mal. So. Ein bisschen kurvig kriegen wir das dann hoffentlich trotzdem hin. Okay, also, das ist wieder Rubelbau. Hinter. Falsch rum. So. Und das macht er mir jetzt nicht als Kurve. Das geht nur gerade. Ja. Na gut. Dann ist es so. Auch das wird gebaut. Okay, da ist dann jetzt die Haltestelle und jetzt kommt noch der Fußgängerweg. Wir machen hier einen Ersatzbau, weil das ja schon quasi fertig gebaut war. Aber hier jetzt ranzugehen an diese Hauptstraße mit dem Fußgängerweg ist auch fragwürdig. Das machen wir anders. Da gehen wir daran. Hier vorbei. Und dann kommen wir hier ran. Jawohl, das geht. Das ist doch schön. Hier gehst du mittig runter und die binden wir dann so an. Das gefällt mir. Auf der anderen Seite benötigen wir... Na, wartet mal. Ich bin mir nicht sicher, wie ich diese Freifläche gestalte. Wird vielleicht so eine Art Park. Aber hier ziehen wir einfach auch mal einen Fußweg lang. So, da sind wir jetzt dort angekommen. Jetzt fehlt meines Erachtens nur noch eine Haltestelle. Und die ist hier oben für die Studenten. Und ich glaube, hier kriegen wir die noch gut untergebracht. Versuchen wir unser Glück. Im Zweifel kann man diesen Müllplatz vielleicht auch noch anders gestalten. Aber es scheint zu funktionieren. Sehr, sehr gut. Ja, hier sehe ich jetzt wieder, habe ich vergessen, welche, wie die Masten standen, auf welcher Seite. Hm. So richtig gerade geht es natürlich wie immer nicht. Machen wir es so. Hier rum stehen die jetzt. Achso, da sehen wir es. Die Masten sind oben. Also ist es so rum richtig. Und so rum kriegen wir es denn jetzt nicht. Eieieiei. Kurz mal wegnehmen. Vielleicht geht's so. Tatsächlich, so geht's. Und das war eine normale Straße. Die können wir da noch hinziehen. Und jetzt kommen wir zu den Fußgängern. Ja, hier ist nicht viel Spielraum.
um ehrlich zu sein. Aber hier könnte man noch was machen, ne? Hier könnte man einfach rübergehen zum Müllplatz. Ja, das setzen wir noch mal ein bisschen zurück. Naja, ich will da so eine kleine, elegante Kurve haben. Ja, das passt doch. Und dann gehen wir hier wieder so rein. Das ist doch schön. Und auf der anderen Seite will ich auch noch was Schönes machen. Passt auf, dann machen wir Folgendes. Kommen wir da mittig ran. Ja, fast mittig. So, da gehen wir bis hier. Machen hier eine elegante Kurve hin. Gehen damit ran. Kommen da ran. Und gehen damit ran. Das ist auch nett. Okay, kann so geplant werden. Prima. So, dann haben wir die Omnibus-Haltestellen. Das nächste Kapitel abgeschlossen. Woran wir dann als nächstes arbeiten werden, sind die Autohändler, denke ich. Die fehlen auch noch. Oh ja, es fehlt noch einiges. Klein, klein. Was dann aber Zeit kostet. So, wir schauen mal, wie es hier so allgemein läuft. 75, da kommen die nächsten 25, sind 100. Er ist jetzt erst auf der Rückfahrt, das heißt 200 werden da schon drin sein. Mhm. Hier haben wir 250, das ist doch gut. Okay. Also, würde ich sagen, funktioniert das System. Wir schauen mal in Neulandenburg vorbei. Hier sind jetzt ausreichend Arbeiter, das heißt, die Heizung dafür müsste gesorgt sein, wenn der Winter anbricht. Wir sind immerhin schon Ende September. Da kann es bald mal kalt werden. Wie ist allgemein jetzt hier so die Lage in der Stadt? Rathaus, ey, das ist Wahnsinn, wie viele Buchhalter hier nötig sind. Was habe ich hier für ein Rathaus gemacht? 2400. Können wahrscheinlich deutlich mehr leben, aber schaut mal, hier sind schon 84, 90. Da waren zuletzt, als ich geguckt habe, 70 drin. Hier ist schon voll. Ja, ja, das ist anteilig immer in etwa dasselbe. Es verteilt sich dann wahrscheinlich. Ist ganz gut. Arbeitslosigkeit ist natürlich in Neuerswerda. Oh, was? Hä? Hier gibt es hohe Arbeitslosigkeit? Oh mein Gott, tatsächlich. Über 200 Arbeitslose. Naja, das ist ja nichts einfacher als das. Warte mal, wir können... Wie ist die Kohlesituation hier? Das können wir kurz mal prüfen. Okay, das Kohleerzlager ist voll. Das heißt, die Verarbeitung kann schneller laufen. Was? Das Kohlelager ist auch so richtig gut gefüllt. Können wir etwa hier einen Kohlezug mehr einsetzen? Sieht mir ganz so aus. Leute, wir packen erstmal hier eine Verarbeitung, die Produktion hoch. Und hier gehen wir auf jeden Fall auch ein bisschen hoch. Und was immer geht, ist hier einfach beim Rundfunk deutlich mehr zu beschäftigen. Überhaupt kein Problem. Ach, und wie ist es überhaupt hier mit der Erdölverarbeitung? Schaut mal, hier ist ja wahnsinnig viel Öl da. Auch kein Problem. Ja, Arbeiter können wir... Die können wir schnell beschäftigen. Also das sollte mit der Arbeitslosigkeit jetzt aber kein Problem sein. Ich verstehe gar nicht, wie das hier aufgetaucht ist. So, wie auch immer, wir waren lange nicht mehr in Mühlhausen gucken. Ja, das Industriegebiet sieht doch hier schon mal sehr gut aus. Ein Teil des Müllindustriegebiets. Die zentrale Straße ist hier gebaut durchs Wohngebiet. Es werden jetzt vielleicht bald die ersten Wohnhäuser gebaut. Das ist doch auch schön. Ja, ich würde sagen, es wächst und gedeiht alles. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwald.